Herzlich willkommen zu Mutig, Anders, Unterwegs. Mein verrücktes Handwerkerleben. Praxistipps von und mit Walter Stuber. Größte Herausforderung des Jahres 2023, Fachkräftemangel. Wie bekomme ich Fachkräfte? Da gibt es ja eine Möglichkeit. Ich schaue in meinem eigenen Betrieb, ob ich Mitarbeiter befördern kann oder zum Kolonnenführer, zum Bauleiter machen kann, den Gerüstbauer zum Kolonnenführer weiterbilden kann. Oder ich gehe auf die Suche nach Auszubildenden. Viele sagen unmöglich. Ich sage, es ist machbar. Ich muss natürlich einen Einsatz bringen. Der Einsatz heißt, ich brauche Zeit, ich muss präsent sein, da wo die Jugendlichen sind, das sind in den sozialen Medien, TikTok zum Beispiel, Instagram, da muss ich präsent sein ständig mit auch guten Beiträgen. Da muss ich vielleicht auch mal 100 Euro in die Hand nehmen und eine Werbekampagne starten. Zum anderen kann ich mit Flyer aufmerksam machen, mit Handzettel zum Praktikum beim Bäcker auslegen oder beim Zahnarzt auslegen oder beim Arzt Flyer auslegen zum Praktikum, biete entsprechend Praktikumplätze an. Zum anderen gibt es auch bei 1, 2, 3 Plakat große Plakatwände zu mieten. Kostet natürlich etwas Geld, erstens die produzieren zu lassen, aber zweitens auch die wöchentliche Miete. Es kommt darauf an, wo die stehen, an welchen Ausfallstraßen die stehen oder in der Nähe von Schulen die stehen. Ich kann alte Läden, das haben wir letztes Jahr gemacht, wir haben also alte Läden in den umliegenden Orten angemietet, die Schaufenster, und haben da im Jahr 400-500 Euro bezahlt, haben da Plakatwände eingeklebt, war letztes Jahr eine gute Idee. Ich kann das auf die Fahrzeuge kleben. Ja, das hat fast jeder schon. Das ist keine ausgefallene Idee mehr. Aber es gibt noch viele ausgefallene Ideen und die nutzen wir mit verrückten Ideen auf unser Unternehmen aufmerksam zu machen. Und eines ist ganz klar, ihr braucht Sichtbarkeit. Und Sichtbarkeit heißt, ihr müsst Pressearbeit machen, aktive Pressearbeit. Was macht ihr im Unternehmen gut? Wo habt ihr mal einen Fehler gemacht? Was ist nicht ganz so gut gelaufen? Das möchten die Leute auch wissen. Also es läuft auch bei uns manchmal nicht alles positiv. Aber vieles läuft bei uns positiv und wir machen auch manchmal einen Fehler, auch im Umgang mit Personal. Man kann das nicht allen recht machen, das sage ich so. Der Mitarbeiter sagt, ich kann meinem Chef auch nicht alles recht machen, das gebe ich auch zu, ja. Aber man kann über Positives berichten und was im Betrieb läuft, und das sollte man halt regelmäßig machen, und diese Pressearbeit ist ein wichtiger Baustein, dass man in Google News gefunden wird. Das heißt aber auch, dass Google einen hier mit Newsbeiträgen nach vorne bringt. Und wenn ihr mal Lust habt, dann geht ihr einfach mal auf Google, nicht am eigenen Rechner, weil er hat also festgestellt, dass ihr das selber seid. Dann zeigt er euch immer an, dass ihr ganz oben seid. Am besten ihr geht in den Mediamarkt in eurer Stadt oder in einem anderen Einkaufscenter, wo ein Computer steht, und da gebt ihr mal eure Firma ein. Und dann könnt ihr schauen, wo stehe ich in der Google-Suche, wo stehe ich bei Google Bilder, wo stehe ich bei Google News, ja. In welcher Stelle komme ich da überhaupt und bin ich überhaupt zu finden? Und dann könnte ich auch noch eingeben, weil Gerüstbauer, bin ich überhaupt in den Beiträgen der Stellengesuche bei Google zu finden? Das ist das Nächste. Viele sind da gar nicht zu finden, die wissen das gar nicht, dass sie da regelmäßig ihre Beiträge neu eingeben müssen, dass sie da erscheinen. Und das ist wirklich interessant. Wie finde ich Auszubildende, wie finde ich das Personal? Und ich muss da was tun. Warten wird nicht mehr sein. Es werden sicher dieses Jahr einige Betriebe schließen müssen, weil sie kein Personal mehr haben
und sie werden auch kurzfristig kein neues finden. Momentan sagen viele, ja, ich habe hier einen ganz tollen Prozess, da kriegst du ganz viele Bewerber. Das ist vielleicht richtig, aber die richtigen Bewerber auch nicht, weil die schauen auf den Webseiten, auf Bewertungen wie kununu.de ganz genau an, ob die Unternehmer einen guten Leutmund haben. Die schauen auf die Google-Bewertungen, was für Google-Bewertungen, wenn sie da eine Bewertung haben, 20 Bewertungen mit 3,4, dann wird er sagen, der Mitarbeiter, was ist da los in der Firma, warum haben die so schlechte Bewertungen? Also, wenn ihr mehr wissen wollt und vielleicht mal einen Vortrag irgendwo über das Thema haben möchtet, dann kann ich euch gern behilflich sein. Ich halte deutschlandweit über verschiedene Themen Vorträge. Also, wenn es euch gefallen hat, einen Daumen hoch. Ansonsten behalt's für euch. Viele Grüße, euer Walter Stuber. Das war Mutig, anders unterwegs. Mein verrücktes Handwerkerleben. Praxistipps von und mit Walter Stuber. Mehr über den Gerüstbauer und sein Unternehmen erfahren Sie auf www.walter-stuber.de.